Hallo und herzlich willkommen zum Testing Buddies. Es ist wieder Samstag 14 Uhr und heute gibt es einen Aberlour 18, einen 18-jährigen Single Malt aus den Highlands, aus der Speyside. Ja, 43% Volumenalkohol und 700 Milliliter kosten circa 69, 68, 70 Euro sowas um den Dreh, je nachdem, wo ihr bestellt. Wir haben einen schönen dunklen Whisky, ob er gefärbt ist oder nicht. Steht hier speziell nicht auf der Flasche. Aber da könnt ihr euch ja bei Aberlour mal selber erkundigen, ob die überhaupt färben. So, wir haben hier einen schönen Korken, die typische Aberlour, den großen Flaschenhals. Ein bisschen vorsichtiger sein, sonst hat man gleich einen riesen Schuss im Glas. Was ja auch nicht so schlimm wäre, ne? So. Also wir haben eine schöne dunkle Farbe. Ja, ein Schlierenbild. Schön. Schönes Fenster. Boah, es wird sofort fruchtig. Pfirsich haben wir hier. Bisschen orangig. Leichte Bitterkeit kann ich auch mit riechen. Toffee. Bisschen Karamell. Ich habe direkt Lust, den zu trinken. Lassen wir ein bisschen atmen. Ich glaube, das verträgt er ganz gut. Also diese dunkle Bernsteinfarbe, die steht ihm auch ganz toll. Ohne es jetzt gerade nachgeschaut zu haben, der dürfte nicht gefärbt sein. Ich glaube, Aberlour färbt sowieso nicht. Aber das könnt ihr ja mal in die Kommentare unten schreiben. Dann können wir da mal Klarheit in den Dunkel bringen. Ja, fruchtig, schön fruchtig. Schöne Pfirsichnote. Trinken wir mal. Cheers. Eine ganz schöne, vollmundige Struktur. Aus dem gerochenen Pfirsich wird jetzt eine Aprikose. Eine Honigsüße, ein bisschen Sherry. So, ein bisschen sahnig. Und zum Schluss kommt dann noch so ein bisschen würzige Eiche durch, so halt das Eichenfass. Der Abgang ist, er bleibt präsent im Mund und er schmeckt wie so eine leichte Crème Brûlée dann noch. Zieht so schön nach. Da komme ich gleich Lust drauf. Ja, also schönes Getränk. Hat natürlich seinen Preis, hat natürlich aber auch sein Alter. Ja, das müsst ihr immer mit bedenken, wenn ihr sowas kauft. Ja, da hat einer vor 18 Jahren was gemacht und kriegt jetzt erst sein Geld dafür. Ja. Denkt mal drüber nach, warum das möglicherweise so teuer manchmal ist. Wobei das für einen 18-Jährigen noch nicht wirklich teuer ist. Aber sei es drum, wenn euch dieses kleine, aber feine Video gefallen hat, dann abonniert den Kanal, lasst ein Like da und aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr keins mehr der Videos, die jeden Samstag um 14 Uhr kommen, wenn es dann wieder heißt Tasting Buddies, Whisky Tasting. In diesem Sinne, bleibt gesund und cheers!